Bist du noch da? Ich glaube, ich bin alleine im TS. Ihr seid der Mann der Torik hier nicht würdig. Sie haben mich alle allein gelassen. Unglaublich. Ich muss näher ran. Dabei habe ich ihnen doch gar nichts Böses getan. Da ich die leider nicht benutzen kann, um die Drachen runterzuholen. Flieg, Imperatorin. Ich finde, zum Imperator passt eine Dämonjägerin echt gut. Ein Dämonjäger auch, aber den guckt man nicht so gern hinterher. Weit entfernt. Reitet er ein Affe? Ist er auf dem Dach? Ich brauche mehr Drachen. Sehr schön, jetzt komm runter. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Anscheinend kommt er nicht runter. Ob ich noch KSP spiele? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte eine Zeit lang wieder angefangen zu spielen, vor allem mit dem letzten Update. Ich bin außer Reichweite. Was halt wirklich viele Sachen verändert hat und das Spiel nochmal eine ganze Ecke besser gemacht hat. Aber mir ist das einfach, ich bin nicht gut genug da drin, um es zu spielen. Weil die Leute dann einem zu sehr auf die Eier gehen. Sorry, ist einfach so. Also Kerbal Space Program ist KSP. KSP. Und das ist dann schwierig, so halt das live zu spielen oder dafür Videos aufzunehmen oder sonst irgendwas. Weil die Leute eine gewisse Videoform auch gewohnt sind. Also du baust was im Zeitraffer, lässt es dann fliegen oder machst halt irgendwelche verrückten Bauten. Naja, Battlefield hat halt gezeigt, dass man auch als Guerilla-Kämpfer mit irgendwas in deiner Hand, was halt einer Panzerschrecke ähnelt, irgendwas kaputt machen kann. Dann ist die Marke der Banshee-Königin schon schlechter. Unglaublich. Weißt du, warum ich die Dämonjäger eigentlich mag?
weil man damals mit dem Hexer, mit der Succubus, der im PvP rumgerannt ist, um ja immer die Leute zu bezirzen, mit der Succubus. Und die Succubus war einfach ein geiles Stück Scheiße. Jedenfalls in früheren Grafikverhältnissen. Heute sagst du natürlich Succubus, bitte was? Guck dir die mal an, ey. Da kannst du ja eher auf den 16-Bit-Porno rein runterholen. Aber damals war es echt heißes Stück. Ist schwierig zu wissen, wer meine ersten Abonnenten war. Ich könnte es aber überprüfen mal eben. Und hallo Steelstore. Schönen guten Abend beim Nachtstream. Wenn du den Stream guckst, wirst du mitkriegen, dass dass links immer von unterschiedlichen Chats unterschiedliche Informationen drinstehen. Beziehungsweise der Stream selbst verbindet alle drei Chats. Das ist zu weit entfernt. Und dazu gehört, wer weiß es, ran. Hitbox, Twitch und YouTube. Wie lange dauert es in WoW, von Level 0 auf 100 zu kommen? Ich brauche ein Ziel. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Ich hätte jetzt immer noch die Möglichkeit, einen anderen Charakter. Zum einen kannst du einen, wie heißt der? Einen Todesritter spielen. Der fängt schon mit Stufe 58 an. Selbst mit einem neuen Account. Und das andere ist, du kannst halt, ja. Es geht eigentlich vom Leveln her echt schnell inzwischen. Im Vergleich zu früher. Aber eine gewisse Zeit muss schon einplanen, das macht man nicht von heute auf morgen. Nur ich besitze die Macht der Torinir. Die Aegis wird mir gehören. Gebt auf, Fremdling. Ihr seid der Hallen der Tapferkeit nicht würdig. Wo soll der denn sein? Steigt zur Spitze des Turms hoch, okay. Es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ich habe damals, glaube ich, eine Woche gebraucht, um auf Level 85 zu kommen. Die Sache ist immer, nicht 85, was war das? Ich glaube, Level 80 war es bei 4 Wraiths of the Lich King. Oder 75? Ich weiß es nicht. Und da habe ich sehr, sehr viel gespielt. Jeden Abend nach der Arbeit. Und bis zum geht nicht mehr. Warum bin ich jetzt eigentlich hier oben drauf gekommen, wenn ihr da unten steht? Das ist zu weit entfernt. Jetzt erklimmt den Turm. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Der Todesritter beginnt auf 58. Ich würde sagen, dass die Dämonenjägerin ja noch schneller geht, weil die mit 98 einsteigt. Aber da musst du erstmal einen Charakter auf Level 70 haben. Ich habe es halt so gemacht, dass ich mit dem Todesritter eben schnell auf dem Server die 70 erklommen habe. Dafür habe ich... Lass mich nicht lügen, ich glaube 10 Stunden gebraucht, um damit der Dämonenjägerin halt die neuen Inhalte zu spielen. Viel Glück da draußen. Ich weiß nicht, ob ich das schon will. Habe ich denn hier das Bonusziel auch geschafft? Tut mir leid, das muss ich mal eben kurz nochmal überprüfen. Ich kann mich daran nämlich nicht mehr erinnern.
Scheint aber so. Ja, du darfst fragen, auf welchem Beam ich bin. Ich bin auf, Edera. Ah, ich vergesse es immer. Ereda. Danke, Jordel. Du bist anscheinend noch so da. Auch wenn du im TS weggegangen bist. So, wir klettern jetzt auf den Turm hoch. Es scheint so, als wäre ich diese eine Quest gemacht habe. Habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, ich kann auch nicht ehemalige Quest oder abgeschlossene Quest anzeigen lassen. Geh weg. Wir sind die Meister des Sturms. So, also nochmal auf den Turm rauf. Geh weg, Schuppenherz. Ich hab dich schon mal getötet. Ereda. Ich muss jetzt mal meinen Server endlich lernen. Den Namen. Wenn Jordi nicht da ist, muss ich ja auch sagen können, wo ich spiele. Also Ereda hat eine... gestern jedenfalls eine mittlere Bevölkerungsgruppe gehabt. Noch als PvP-Server. Er ist nicht total überladen, aber es gibt halt Spieler hier. Eine Windhose. Und ein wütendes Gewitter. Bist du für die Windhose verantwortlich, liebes wütendes Gewitter? Ich habe so dieses Gefühl, dass ich die Windhose nicht berühren sollte. Entfernt. Ich muss dir sagen, lieber, ich bin auch bei Kataklysm hängen geblieben, geschichtlich. Und es ist total Latten, was zwischendurch passiert ist. Es ist einfach WoW, ohne Witz. Man ist so schnell wieder drin. Unglaublich eigentlich. Und es ist leider immer noch cool, es ist immer noch süchtig machend, es ist sehr... Na, es ärgert mich so zum einen. Ich hatte unglaublich Schiss davor, WoW wieder anzufangen zu spielen. Weil es damals so viel Zeit gekostet hat. Aber ich mach bitterschillig. Es sind ja inzwischen genug Leute da, die wissen, ich habe auch was anderes zu tun. Und ich selbst weiß auch inzwischen, ich bin ja älter geworden und reifer, da wird das schon nicht ausarten. Sagte er. Und hat dann für die nächsten Jahre nur noch WoW gemacht auf seinem Kanal. Und hat 40.000 Abonnenten verloren. Nein, so wird's nicht passieren. Ich mag einfach WoW. Es ist eigentlich das Online-Rollenspiel wirklich, was mich früher wirklich dann nochmal gereizt hatte. Und es kam nie, ohne Scheiß, es kam nie ein Rollenspiel raus, ein MMO, wo ich gesagt habe, okay, das hat jetzt WoW irgendwie abgelöst im Herzen. Von den Mechaniken und so weiter. Da waren die anderen immer ein bisschen hinterher. Es tut mir leid. Viele Leute finden Guild Wars gut. Bei Guild Wars fand ich in 1 zum Beispiel das Quest-System total geil im Gegensatz zu WoW. Aber wo sie jetzt hier zum Beispiel, wo du immer die kleinen Sequenzen drin hast und so weiter, haben sich ja auch verbessert. Ich habe Warcraft The Beginning gesehen. Wurde heute schon häufiger gefragt. Und ich fand den sehr gut.
kann ich nicht angreifen. Ah, die Dämonenjäger, die wird so tot genervt, ey, ohne Scheiß. Deshalb, ich muss so schnell wie möglich das Max-Level erreichen und alle Instanzen fertig machen, bevor die runtergenervt wird. Es muss aber jeder für sich selbst entscheiden, ob der darauf Bock hat, WoW zu spielen. Ohne Witz. Ich kann da auch keine Entscheidung abnehmen. Für mich ist WoW einfach WoW. Und egal, ob Mad On gut oder schlecht ist, es ist halt Blizzard. Wie die Illidan wiederbelebt haben, das hat vorhin sogar Baratheon mal kurz erklärt, weil jetzt ist es die richtige Warcraft-Zeitlinie wohl. Währenddessen beim ersten Mal war es ja eine versetzte Zeitlinie. Star Trek Online habe ich beim Release gespielt, so wie eigentlich fast jedes MMO damals. Wo ich dann immer halt gedacht habe, ach, es muss doch was kommen, was so ein bisschen so anfixt wie WoW. Und was war bei Star Trek Online? Weltraumschlachten, geil. Bodenmission, hast du gedacht, irgendwie du spielst ein Spiel aus den 90ern. Animationstechnisch und alles andere. Da kommt man ein bisschen, denkt man, spielt Star Wars Galaxies gerade. Piu! Ich muss näher ran. Naja, Blizzard hat halt einen gewissen Qualitätsstandard. Die können sich halt einfach leisten, Sachen auch bis zum geht nicht mehr in der Entwicklung zu verzögern oder dann einfach zu sagen, ach, die haben immer 3 Jahre ein Spiel entwickelt, scheiß drauf, wir schmeißen es einfach in die Tonne. Ich kenne auch Cabal Online, aber Cabal Online ist doch das gewesen, das MMO mit, wo einer der oberste Anführer werden konnte, wo es sehr auf PvP ausgelegt war. Oder? War es das nicht? SDO sind die Weltraumschlachten super geil. Nee, ich bin halb Mensch. Naja, halb Blutelfe. Ich stehe euch zur Seite. Fürchtet nicht den Sturm. Wenn die Winde euch tragen. Ich habe übrigens einen der Bosse, glaube ich, übersehen. Beziehungsweise bin das Stück nicht mehr zurückgegangen für den. Muss ich nicht. So, jetzt gucken wir mal, wie mächtig ich wirklich bin. Das ist zu weit entfernt. Okay, Stunts sind böse. Ja. 5 Gegner, kein Problem. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Oh, kann ich auch später gut fahren mit dem. Star Citizen ist ja kein Pay-to-Win-System. Star Citizen ist ja eher so ein System, supportet das Spiel, wenn euch das Spiel gefällt. Es sieht super aus. Ich muss näher ran. Aber ob das jemals rauskommt, weiß kein Mensch. Wenn es rauskommt, wird es aber wahrscheinlich nochmal ein paar Millionen einnehmen.
Das ist zu weit entfernt. Es sind nicht alle MMOs gescheitert. Ich glaube, das Problem einfach ist, als Entwickler WoW einfach einzuholen. Also zum einen an der, Bedienbarkeit, dann hast du ein riesiges Mod-Angebot, was gepflegt wird, beziehungsweise Add-on-Angebot. Und natürlich, du hast eine starke Hintergrundgeschichte, die einfach jeder kennt. Was natürlich auch nochmal mit dazu spielt, dass du ja durch die starke Marke letztendlich hier die Leute gut einfangen kannst. Kann ich nicht angreifen. Deshalb, du musst ja dann eigentlich mehr Ressourcen investieren in WoW, beziehungsweise in den WoW-Killer, in Anführungsstrichen, wie es ja gerne in der Boulevardfachpresse verwendet wird. Wie gerade Blizzard selbst tut. Und das ist einfach ressourcentechnisch für jedes andere Studio unmöglich. Da müsste sagen, da müsste Take-Two eigentlich sagen, zum Beispiel, ja, wir machen jetzt was, beziehungsweise nicht Take-Two, sondern Rockstar. Das sind, glaube ich, die Einzigen, die genug Kohle haben, um zu sagen, ja komm, wir entwickeln jetzt einfach mal ein MMO die nächsten 8 Jahre mit 1000 Leuten. Und das wird das Beste auf der Welt. Die können sich das dann leisten. Das fand ich damals auch bei, als KOTOR rauskam, also das Star Wars MMO. Sehr interessant, weil da hieß es dann so, ja, alles ist komplett vertont und super Stock und so weiter. Ja, war so. Aber es war wirklich der Fokus vom ganzen Spiel. Alles andere war eigentlich so auch auf dem MMO, auf der MMO-Stufe. Also zum Beispiel, es gibt keinen Dungeon-Browser, es gibt keinerlei großartigen Sachen. Ich glaube, für Guild-Management war da auch nicht viel drin. Instanzen, so alles mögliche ein bisschen veraltet von den... Von den Kämpfen und alles so ein bisschen. Naja, aber die Story war gut. Deshalb habe ich das auch gespielt, storytechnisch. Aber nach der Story war halt Feierabend. Da hat das jeder ausgeschaltet und hat nicht mehr weitergemacht erstmal. Aber jetzt, wo es Free-to-Play ist und so alles, überleben dann solche Spiele auch länger. Um sich auch vernünftig weiterzuentwickeln. Und heute gibt es das ja alles da drin. Die entwickeln sich ja auch weiter. Ja genau, SWTOR ist alles vertont. Das war auch früher wirklich eine geile Sache. Ich habe kein Ziel. Ich bin frei. Ihr seid ein Geschenk der Götter, Fremdling. Sprecht mit Vethir. Ja, du kannst in WoW reinschnuppern bis Level 20 kostenlos. Ich bin außer Reichweite. Die Torik mir wurden zerschlagen. Jetzt seid ihr da. Ich muss näher ran. Geh weg, ich kämpfe jetzt nicht. Na gut, ich kämpfe doch. Das
nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Blüpp. Seid ihr alle tot? Das ist zu weit entfernt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ist die Tanks back? Also ich habe vorhin war jemand drin, der wollte das kaufen und hat auch gefragt, wie das denn aussieht. Der hat eine Box gefunden, eine Battle Chest 5.0 müsste es sein. Die EU-Chest, da sind alle Add-ons drin, plus das neue Add-on, aber keine monatliche Spielzeit. Und die soll 65 Euro kosten. Und da ist halt dann alles drin, was man braucht. Bis auf halt, dass man halt ein Abonnement oder eine Game-Time-Card dann noch kaufen müsste. Was es halt auch bei WoW neu gibt, du kannst halt mit Gold Spielzeit kaufen. Ich glaube, es sind 47.000 Gold oder so, die das kosten würde oder sogar mehr. Ich hatte irgendwo mal hier im Menü gefunden, da stand sogar drin. Genau, WoW-Marken. Aktueller Auktionswert sind in etwa, kann schwanken, 70.000 Gold. Dafür könnte man theoretisch dann 30 Tage Spielzeit im Auktionshaus kaufen.